So gelingt knusprig gebratener Bacon. Den Bacon in eine beschichtete Pfanne geben und auf mittlerer Temperatur erhitzen. Keinesfalls zusätzliches Öl verwenden, dann schwimmt der Speck im Fett und gart mehr, als dass er brät. Der Bacon braucht etwas Zeit, damit das Fett austreten kann. Nur so wird er kross. Jetzt ist Geduld gefragt. Circa 5 Minuten von einer Seite braten, bis sie schön knusprig ist. Dann noch einmal 3 Minuten von der anderen Seite. Zum Schluss den braun gebratenen Bacon aus der Pfanne nehmen und das überschüssige Fett auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Das macht den Speck erst so richtig knusprig.